Salü miteinander, Roughneck mal wieder hier. Ich begrüße euch zu diesem neuen Video. Ihr habt vielleicht festgestellt, dass ich vor kurzem mein Video von einem Remix hochgeladen habe. Und zwar von niemand geringerem als TikTok-Rapperin Doechii. Die hat in Kollaboration mit BeatStars zusammen einen Remix-Contest momentan gerade am Laufen, wo ich diesen Remix, den ich vor kurzem hochgeladen habe, eingereicht habe und stabile, üppige Preise gewinnen könnte, theoretisch. Und was BeatStars da alles für Preise angibt? Bargeld. BeatStars Pro Unlimited für bis zu einem Jahr komplett kostenlos. Das Einzige, was es im Leben sonst kostenlos gibt, ist höchstens das WLAN bei 1&1. Hallo? Ich bin kostenlos. BeatStars Advertising Credit im Wert von bis zu 200 US-Dollar. BeatStars Merchandise. Man hat die Auswahl zwischen verschiedensten schicken Merchartikeln wie diesem Pay the Creators Space Cap oder zahlreichen anderen Sachen wie zum Beispiel, ja. Und nicht zu vergessen, Shoutouts von Doechii, Shoutouts von BeatStars. Besonders bemerkenswert sind hier Shoutouts von BeatStars über zu wild. Da dachte ich mir, muss ich mitmachen. Ich nehme an, die meisten von euch werden, wenn sie dieses Video gucken, den Remix schon gehört haben. Falls nicht, blende ich ihn hier kurz nochmal ein. Und wie ich beim Machen dieses Remixes vorgegangen bin, das zeige ich euch jetzt. Das erste, was BeatStars einem sagt, was man tun muss, um teilzunehmen, ist, die A Cappella sich herunterladen. Sobald man die A Cappella runtergeladen hat, heißt es, man soll sie in seine DAW laden und einen neuen Beat um die Vocals herum basteln. Tempo und Tonart sind angegeben, das Tempo beträgt 98 BPM, die Tonart beträgt Gis bzw. As Moll. Jetzt, wo ich weiß, dass das Tempo 98 BPM und die Tonart Gis bzw. Asmol sind, was wähle ich also für ein Tempo und eine Tonart in FL Studio? Natürlich 115 BPM und F-Moll. Es ist nur rein logisch. Das Tempo des Originalsongs ist viel zu lahm und viel zu langweilig. Es muss also erstmal ein bisschen mehr nach vorne gehen. Dazu habe ich in FL Studio den Stretch-Modus aktiviert und die Vocals so geschoben, dass sie immer noch im Takt liegen, so wie man es hier hören kann. My name's Doechii with two eyes. I feel anxious when I'm high. Teachers say I talk too much. Mama say I don't talk enough. Wenn ihr außerdem den entsprechenden Pitch-Algorithmus auswählt, in meinem Fall ist es hier E-to-Speech, sorgt das außerdem auch dafür, dass keine komischen Chipmunk-Effekte bei eurer Stimme entstehen. Und vor allem auch keine komischen Artefakte, wo man sieht, dass ihr etwas langgezogen oder gestaucht habt. Als nächstes ebenfalls zu bemerken sind die zahlreichen Cuts, die ich in die Audio reingemacht habe, sowas wie das hier. Ich fand einfach, es klang geil und hat gleichzeitig den Rhythmus ziemlich gut unterstützt. Um das Ganze halt außerdem schön robotermäßig klingen zu lassen, habe ich hin und wieder Frequenzmodulation bzw. sehr schnelles Delay benutzt. Wie zum Beispiel hier. Doechii, why don't you introduce yourself to the class? Okay? Episch. Es folgen die Drums. Die einzigen Elemente, die noch einigermaßen perkussiv sind und die Drums unterstützen, sind ab und zu Samples aus unserem guten alten Freund Heavy Metal Volume 2. Welche ich rückwärts abgespielt habe, um solche Effekte hier zu erzielen. Mit Heavy Metal Volume 2 habe ich außerdem die Mehrheit meiner Wavetables bzw. Samples in Vital gemacht, um daraus halt meine Synths zu machen. Kümmern wir uns erstmal um den Bass. Der klingt so. Dahinter verbirgt sich ein Vital, auf dem sehr viel Frequenzmodulation und anschließend Distortion und Kompression passieren. Ganz ohne Effekte klingt dieser Bass so. Ihr seht, es ist nichts anderes als ein tiefgepitchter Sinus, der außerdem durch den Envelope einen Pitchbend bekommt.
was dem Ganzen so einen leichten Punch verleiht, wie das bei 808s ziemlich typisch ist. Anschließend haben wir hier den zweiten Wavetable. Leicht gelowpassed, leicht ge... Frequency modulated, außerdem auf minus 5 statt minus 24. Dieser Effekt wird weiterhin verstärkt durch den dritten Oszillator, wieder auf minus 5. Alle drei Oszillatoren werden bei Envelope 2 ähnlich stark mit diesem Pitchband am Anfang besteuert. Der mittlere Oszillator außerdem noch in der Wavetable-Position. Ich kann euch das mal dreidimensional zeigen. Mit ein bisschen gefiltertem White Noise. Das White Noise gibt die obertonreiche Textur dazu, dass es so kratzig klingen lässt. Und jetzt anschließend Chorus, damit es etwas Tail bekommt und Distortion. Ihr merkt, auf einmal kommt so ein raumartiger Effekt hinzu, welcher dann dafür sorgt, dass der Bass leicht ausschwingt. Aber gleichzeitig ist es nicht zu viel Raumtail. Und jetzt das Geheimnis, wie man sowas laut kriegt, ist eine ordentliche Mischung aus Distortion und dann sehr viel Kompression. Klingt auch schon mal nach einem ziemlich geilen Bass. Als nächstes haben wir einige etwas, ich würde fast schon sagen, atonale Melodie-Synthesizer. Die sind ebenfalls mit Vital gemacht. Der eine klingt so. Und der zweite klingt so. Auffällig ist, dass beide in der Tonhöhe über längere Zeit nach unten gehen. Und das habe ich erreicht, indem ich hier beim LFO gesagt habe, sie sollen über den Zeitraum von 8 Schlägen, beziehungsweise 8 Takten eigentlich, weil das sind 8 ganze Noten, die Tonhöhe in der Tonhöhe verändert werden. Und dann ist noch ganz wichtig, dass das Ganze immer über längere Zeit geschieht, selbst wenn verschiedene Noten gespielt werden. Und das habe ich gemacht, indem ich den Mode auf Sync gestellt habe. Normalerweise ist er defaultmäßig auf Trigger. Und wenn ich auf Trigger gehe, geht es hier oben immer von vorne los, sobald ich eine neue Note spiele. Wenn ich jedoch auf Sync gehe, fängt der LFO auf einmal an, hier zu zählen praktisch, im Tempo des Stücks. Und zählt immer weiter. Und immer wenn ich auf eine neue Note einen Ton setze, ändert sich auch die LFO-Position entsprechend zum Takt, wo der LFO halt gerade in dem Moment ist. Auf ähnliche Art und Weise habe ich auch solche Sounds hier gemacht. Das ist ursprünglich mal ein Hammerschlag aus Heavy Metal Volume 2 gewesen, den ich aber ebenfalls mit Vital sehr stark verzerrt und frequenzmoduliert habe. Er hat eigentlich ziemlich viel Hall drauf. Aber durch diese Fruity Balance Kurve hier habe ich ihn nur so lange, wie ich ihn haben möchte. Viele der Sounds habe ich entweder komplett from scratch selber gemacht oder aber ich habe sie gesampelt aus anderen Songs von mir. Zum Beispiel kleine Einwürfe wie diese hier. Es sind einfach hin und her gepannte Bits and Pieces von Sample Packs, an denen ich momentan gerade arbeite. Und die habe ich halt nach links und nach rechts gepannt und unterschiedlich prozessiert. Das würde jetzt ziemlich den Rahmen sprengen, wenn ich da jetzt genauer noch drauf eingehen würde. Nachdem wir den ersten Drop hinter uns haben, kommt so ab der Mitte des zweiten Parts dieser Teil hier. Diesen Arp habe ich auch wieder komplett selbst mit eigenen Ideen aus Vital gemacht. Nichts anderes als eine formanten betonte Sourwave, dann eine zweite Sourwave, die ineinander zumischen und dann halt ein paar Effekte drauf. Und schon hat man einen eigenen Arp, der ziemlich metallisch klingt. Und der erhöht sich ebenfalls in der Tonhöhe. Der Lowpass, den ich draufgelegt habe, der geht langsam auf über Zeit. Dazu dann noch so ein dunkler Reese-Bass. Der geht ebenfalls dann so langsam über Zeit auf schnellere Snares, die dann ebenfalls frequenzmoduliert sind. Beziehungsweise nicht frequenzmoduliert, sondern Frequency geschiftet mit dem M-Frequency Shifter. Und zum Schluss haben wir noch einen Teil, der von Hybrid Trap weggeht Richtung Jersey Club.
Das ist eins meiner Lieblingspresets, die ich mir selber gemacht habe in Vital. Es sind einfach nur zwei leicht nach links oder rechts in der Form veränderte Sine Waves, die aber halt ordentlichen Chorus Distortion haben und ein bisschen Wave Shaping und OTT, um die Höhen anzukratzen. Außerdem bei dieser hier habe ich noch etwas Besonderes gemacht, und zwar habe ich wieder den Sync Mode aktiviert beim LFO, sodass am Schluss einer Phrase die Tonhöhe so leicht nach oben und wieder nach unten geht. Dass es so einen Schlenker praktisch macht. Ja, und wenn man das alles schließlich miteinander kombiniert, dann hat man so einen Track. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in Sounddesign mit Ruffnik gefallen. Falls ihr mehr in dieser Art lernen möchtet, dann kontaktiert mich einfach auf Discord. Ich bringe euch so etwas gerne bei, im Einzelunterricht, in der Gruppe, wie ihr am besten lernt. Es freut mich, dass bereits einige Leute sich dazu bereit erklärt haben, Unterricht bei mir zu nehmen. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Wer mich in diesem Wettbewerb hier unterstützen möchte, kann das tun, indem er den Song halt pumpt, indem er ihn liked, indem er ihn teilt. Gönnt euch ansonsten Beats von mir auf BeatStars. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut.